dass wir trotz allem eine ganz normale Sitzung machen des regionalen Senioreneinrichtungen Berg am Laim. Wir haben nur Folgendes gemacht. Irgendwann habe ich gehört, dass unser Kollege, der Georg Engel, ein Buch geschrieben hat. Dann habe ich ein paar Mal gefragt, und dann hat es geheißen, das ist ein Bestseller. Da habe ich zum Georg Engel gesagt, du, pass mal auf, gib mir mal den Bestseller. Dann sagt der zu mir, kalt lächelnd, Doktor, der ist ausverkauft, den kriegst du nie. Ja, sage ich so, und was machen wir jetzt? Bei der letzten Sitzung hat der Georg Engel gesagt, ach, das machen wir ganz einfach. Wir machen eine Veranstaltung und dann stellen wir den Bestseller vor. Und du gehst ins Internet und da steht meistens alles drin. So, ich bin ins Internet gegangen, es stand eine irre, Hommage an den Bestseller-Autor Engel drin, aber ich habe kein Buch. Dann hat mir mein Enkelsohn, der gerade fertig geworden ist, ein Journalist, der hat gesagt, du Opa, schau mal Amazon. Dann gucke ich in Amazon rein, dann habe ich gesehen, zwei Bücher antiquarisch. Bis ich mich umgeschaut habe, war es nur noch eins. Und ich konnte nicht bestellen, weil ich das in meinem Leben noch nie gemacht habe, bei Amazon oder irgendwas zu bestellen. Genau. Bis ich mich wieder schlau gefragt habe, habe ich gerade noch ein Glück gehabt zu machen und habe also das letzte der Bücher antiquarisch zum sagenhaften Preis von 19 Euro. So kann man natürlich auch reich werden. Also man braucht ein gutes Buch, so mal bei Amazon einstellen und wenn man Glück hat, gibt es einen besseren Preis, wenn man was neu kauft. Also nochmal recht herzlichen Dank. Ich mache das natürlich heute ganz besonders gerne. Wir müssen zwar die Tagesordnung abarbeiten, aber ich habe mir erlaubt, mit Ihrer gnädigen Zustimmung, allen die Tagesordnung beziehungsweise auch das Protokoll den Seniorenvertretern zuzuschicken, mit der Bitte, mir zu sagen, wenn Ihnen was nicht passt oder wenn ich was ändern muss oder wenn wir etwas umschreiben müssen. Es kam keine Rückmeldung, und aus dem Grund nehme ich den Punkt Protokoll vor, das ist erledigt. Und jetzt darf ich aber eine Begrüßung machen. Einmal haben wir ein paar nette Schreiben vom Konsulat in Ungarn und vom Landtagsabgeordneten, vom Bundestagsabgeordneten, aber die sind alle nicht da. Warum sind sie nicht da? Wer das Wochenende miterlebt hat im Fernsehen, der kann sich vorstellen, warum. Aber die haben uns einen netten Brief geschrieben. Ja, ich werde Frau Schosser die Briefe vorwegnehmen und dann bitte ich Sie, uns ein bisschen was zu erklären. A, über das ungarisch-deutsche Forum. Bayerisch-ungarische Forum. Ja, und natürlich auch über den Georg Engel. Also ich fange von oben an. Der Herr Bundestagsabgeordnete Stefinger schreibt, sehr geehrter Herr Krug, ich darf mich herzlich bedanken für die freundliche Einladung zur heutigen Sitzung. Bedauerlicherweise beginnt heute auch die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag und ich musste bereits am gestrigen Sonntag nach Berlin anreisen zur Vorbereitung der anstehenden Beratungen. So bleibt nur aus unserer Bundeshauptstadt sämtlichen Mitgliedern der Seniorenvertretung Berg am Laim sowie sämtlichen agierenden Gästen, Teilnehmern meine Grüße zu übermitteln. Sehr gerne wäre ich jetzt unter Ihnen und würde mich gemeinsam mit Ihnen auf Informationen und eine Lesung aus der Biss des Grauen Wolfes, der Vatikan und der KGB freuen. Dem Bestsellerautor Georg Engel aus Berg am Laim und ich möchte sagen, meinem Freund und Wegbegleiter seit der ersten Stunde, als er Bundestagsabgeordneter aus dem Münchner Osten ist mit der Biss des Grauen Wolfes ein beachtliches und ebenso spannendes Werk gelungen. Das schreibt also der Wolfgang Stefinger aus Berlin. Und vom ungarischen Konsulat, ich muss doch meine Brille aufsetzen, ich hab Linsen drin, einoperierte, da sehe ich auf die Entfernungen wie ein Adler, aber ich bin noch nicht gewohnt, weil das erst 8 Tage her ist, die Brille aufzusetzen, die habe ich in der Tasche, vergiss es immer. Erst wenn es dann ein bisschen schwierig wird. Sehr geehrter Herr Seniorenbeirat Krug, sehr geehrte Frau Elisabeth Schosser, Präsidentin des Bayerisch-Ungarischen Forums,
Danke für den Hinweis. Sehr geehrter Herr Georg Engel, Seniorenvertreter im 14. Stadtbezirk. Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern grüßt die Teilnehmer der 15. öffentlichen Sitzung der Seniorenvertretung 14 Berg am Laim recht herzlich und wünscht Ihnen eine informative Veranstaltung. Jetzt tue ich mich schwer. Herr Generalkonsul Gábor Tordai Lejko, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, genau, bedankt sich für die freundliche Einladung. Er kann aber aus früher geplanten dienstlichen Verpflichtungen an der heutigen Sitzung leider nicht teilnehmen. Zu Ihren wertvollen weiteren Sozialarbeiten und Hilfeleistungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, schreibt auch die Christina Nemeth, leitende Konsulin. Dann hat noch der Landtagsabgeordnete, der Robert Brannenkemper, eine Mail geschickt. Der hat sich nicht selber entschuldigt, aber er hat sich entschuldigen lassen durch sein Sekretariat. Und da wurde also mitgeteilt, dass er viele Grüße übermittelt. Und wie es leider so ist, sind wir, das hängt natürlich alles mit der aktuellen Politik zusammen, sind wir, da rotieren die ein bisschen. Also wir nehmen das natürlich an. Sind wir, Robert Brannenkemper wäre wirklich sehr gerne gekommen, zumal er Frau Schusser kennt. Frau Schusser ist übrigens ehemalige Stadträtin. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen noch in Erinnerung. So, das ist also das, was wir heute vorhaben. Eine ganz normale Sitzung mit einer Lesung und sofern es uns gelingt, natürlich auch mit Untermalung bzw. Mit der Präsentation von einigen Interviews, die der Georg Engel mit Journalisten gemacht hat. Leider Gottes ist auf der Diskette, wie wir es uns angeguckt haben, das genau verkehrt rum, wie es im Buch steht. Wir haben also scheinbar Arabisch gelesen und haben von hinten nach vorne gelesen. Wir lesen von vorne nach hinten. Also haben es da Nachsicht und vor allen Dingen haben es auch Nachsicht, dass der Georg Engel in der Presse schreibt, er liest. Aber als es dann ernst wurde, hat er gesagt, das machst du. Und ich habe dann nachgerechnet, ich habe genau meinen Enkelkindern vor rund 16 Jahren das letzte Mal vorgelesen. Ich werde mich bemühen, das ordentlich zu machen. Also sehen Sie nach, wenn ich als Kurpfälzer, damit natürlich echter Bayer, in meiner Mundart so das eine oder andere ein bisschen zu schnell lese, schreien es dann, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Also haben Sie Nachsicht.